So, und da sind wir wieder. Ich habe inzwischen nachgeguckt, das war tatsächlich Höllengestein da unten. Wer hätte das gesagt, das gedacht. Aber ich weiß nicht, ob wir da jetzt nochmal runtergehen sollten. Der Weg war lang und gefährlich und bösartig und... Und irgendwie bringt es nicht viel, deshalb dachte ich, wir bleiben so auf der Höhe, wo wir... Gold finden. Ah ne, ich wollte ja eigentlich noch eine Goldmünze, damit wir den Mina-Helm kriegen. Ah, jetzt darf ich den ganzen Weg wieder hochdackeln. Und Lena bietet mir jetzt bestimmt wieder eine Pommes an. Ah, danke. Wird sogar gefüttert. Das ist das Nerdleben. Man braucht nicht mal selbst essen. Man muss ja die Hand von der Maus nehmen. Einen Schluck zu trinken gibt es auch noch. Ah, so eine liebe Schwester. Da könnt ihr neidisch sein. Können wir mal ein bisschen was einzahlen wieder. So. Nein, das war falsch. Das war eigentlich auch falsch, weil Geld kommt ja bekanntlich dorthin. So, und jetzt gehen wir mal zu Opi. Und kaufen einen Mina-Helm. Jetzt hoffen wir mal, dass der wirklich noch einen Effekt hat. Außer, dass ich mein Schwert wegwerfe. Wow. So rum wirkt er auch. Sieht nicht danach aus. Scheint wohl nur zu wirken, aber da müsste ich auf die 3 Defense verzichten. Ich glaube, die 3 Defense sind mehr wert als ein bisschen Licht. Doofen Würmer. Haha. Dass man den Mina-Helm nicht in den zweiten Slot legen kann, macht ihn natürlich sehr nutzlos, muss ich sagen. Eine komplette Eisenrüstung ist natürlich besser. Und sieht dazu nur noch besser aus. So, und wir gehen wieder diesen langen Weg nach unten und gucken, ob wir ein bisschen was von den Höllensteinen abkassieren können. Oder zumindest diese komischen Mäuse besiegen. Haha, ausgetrickst.
bin ich ein bisschen tief gefallen. Kommt schon wieder ein Wurm. Oder vielmehr, da kam ein Wurm. Oh, sind schon wieder zwei von den Viechern. Mein Gott. Tot sind sie. Machen wir kurz einen Prozess mit den Knochenköpfen. So, dann gehen wir mal hier rüber, nehmen wir die nächste Abzweigung. Und da kam gerade eine extra lange Pommes geflogen. Da kommt ein Piranha gefallen. Mist! Boah, jetzt bin ich schon auf dem Weg gestorben. Man sagt, jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das Spiel. Also, wieder runter. Na, der Zombie da oben kann mich mal gern haben. Wie oft sind wir diesen Weg jetzt schon gerannt? Ich habe aufgehört zu zählen. Aber da waren es gerade auch echt zu viele. Wie spät ist eigentlich? 18 Uhr. So, da muss ich eh gleich Schluss machen. So, jetzt sind wir gleich schon wieder auf der Höhe. Oder ne, es dauert noch. Ich finde es ja schön, dass die das so tief gemacht haben, alles, aber die Laufwege. Man müsste jetzt hier wirklich irgendwas so haben wie ein Portal. Weil ich bin jetzt wirklich 9 Minuten nur gelaufen. Ja genau, fallen wir am besten auf den Kopf. So. Andererseits könnte ich jetzt auch sagen, war ja selbst schuld, was habe ich so einen langen Tunnel angelegt. Ja, man sollte eigentlich keine Gegner schlagen, die vor einen wegrennen. Ich sollte vielleicht auch mal Kommandozentralen Punkte anlegen, wo ich mich ausruhen kann, wo dann Türen sind, die geschlossen sind.
Boah, dass die euch alle auf der Treppe kämpfen müssen. Wo ich eh so schlechte Chancen hab. Aber nein, das faire Kämpfen, das liegt den NPCs hier nicht. So, jetzt sollten wir langsam schon recht tief sein. Gleich müsste wieder das Lava kommen. Oder die Lava. Ja, da sind wir vorhin gestorben. Jetzt sind wir zumindest schon mal weitergekommen. Und ich würde sagen, zur Feier dieses Momentes machen wir eine kurze Unterbrechung.